Ich denke, Ethik definiert den Unterschied zwischen der Macht oder der Möglichkeit, etwas zu tun, und der Entscheidung, es nicht zu tun, weil es nicht richtig ist. Und diese Frage steht überall jetzt im Raum, weil jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir bald sagen, Technologie kann eigentlich alles. Also jede Technologiefrage ist eine ethische Frage. Die Frage ist nicht mehr, wie oder was es kostet, sondern die Frage ist, warum, was soll es tun und auch wer. Aber es sind Ethikfragen, die ja primär technologische Entwicklung betrifft. Und wenn ich mir technologische Entwicklung angucke, dann wird die durchgeführt oder bezahlt primär von drei Gruppen, nämlich von Wissenschaftlern, aus der Wirtschaft und vom Militär. Was mir dabei persönlich Sorgen macht, ist die Tatsache, das sind drei Berufsgruppen, wo Ethik bei allem Respekt eher nachgelagert ist. Dem Wissenschaftler, den treibt erstmal die Neugier. Was ist möglich? Der will ausprobieren. Die Wirtschaft, die treibt der Profit, die will Geld verdienen. Und Militär, die Macht oder die Machtsicherung. Diejenigen, die eigentlich über Ethik reden müssten, reden gar nicht über Ethik. Das, ich denke, das Problem, das sehen wir heute schon, ist eine Art von Wettrüsten, die aus diesem einseitigen Ansatz entsteht. Also jedes Land will der globale Leader sein für künstliche Intelligenz, also AI, für Geoengineering, also Wetter beeinflussen und so weiter, und für Genmanipulation, weil das die Macht der Zukunft ist. Und ich glaube, in dieser Größenordnung reden wir von existenziellen Gefährdungen. Wir kommen an den Punkt, wo wir sagen, das ist jetzt nicht einfach nur ein Spiel, sondern wenn ich meine Gene verändere, dann bin ich grundsätzlich anders. Ja? Die Welt verändert sich irreparabel. Ja? Und die Konvergenz von Mensch und Maschine, ja? Auf einmal, wenn wir uns verändern können, uns chemisch, biologisch verändern oder eben mit Cyborg-mäßigen Dingen verändern, dann bin ich vielleicht tausendmal so smart und so schnell wie du, und dann haben wir ein Problem. Ja? Also in dieser Konvergenz kommen unheimlich viele Fragen, was eigentlich Menschsein bedeutet. Aber solche Fragen können wir, glaube ich, nicht alleine beantworten. Dann, wenn Pandoras Box aufgemacht wird, wie es bei Atomwaffen der Fall war, wie es bei Chemiewaffen der Fall war, braucht es eigentlich ein internationales Moratorium. Da braucht es alle, die zusammenkommen und sagen, bis hierhin und dann nicht weiter. Und wer diese Linie überschreitet, diese rote Linie, hat folgende Sanktionen zu tragen. Ich glaube, das ist eine, was wir dringend brauchen. Das andere, was wir brauchen, ist eigentlich eine öffentliche Diskussion. Momentan werden Weichen für die Zukunft gestellt, wahnsinnig wichtige ethische Weichen. Da brauche ich doch am Tisch Menschen wie Künstler, wie überhaupt kreative Philosophen, die sogenannten Public Intellectuals, also Menschen, die in der Lage sind, ums Eck zu denken, Menschen, die in der Lage sind, Zukunft zu denken. Ich brauche deren Stimme, jetzt. Und vielleicht reichen die Rechte nicht aus, die Grundrechte, die wir jetzt haben. Vielleicht sollte ich das Recht haben, offline zu sein. Das Recht, nicht mich zu augmentieren zu müssen, oder das Recht, diese Brain-Computer-Interface nicht zu machen, ein normaler Mensch zu bleiben. Vielleicht ist das in der Zukunft ein Recht, und vielleicht brauchen wir nicht nur einen digitalen Rat, der über Business nachdenkt und Arbeitsplätze, sondern einen digitalen Ethikrat, der über Menschheit nachdenkt. Ist zum Beispiel Geheimnis oder Privatsphäre, ist das eine Sache, wie tragen wir das nach vorne? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil eins ist eigentlich ganz klar, eine Technologie hat keine Ethik. Aber eine Gesellschaft ohne Ethik ist nicht überlebensfähig.